Wie schön. Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe gerade meinen Garten gefunden, wollte hier aber nicht wirklich lange bleiben. Ich hatte eigentlich vor, euch mitzunehmen an einen anderen Ort. Das hat sich jetzt verschoben. Inwieweit sich das in diesem Video entwickelt, werdet ihr dann sehen. Das weiß ich nämlich selber noch nicht. Und ja, aber eigentlich wollte ich nicht im Garten verweilen, den Standort wechseln. Ja, aber es juckt mir jetzt in den Finger, mal eine Runde mit euch zu drehen. Und es wird auch nicht so ein langes Ding wie sonst, glaube ich. Und ja, hier gibt es echt wirklich viel Schönes zu zeigen. Vor allen Dingen das Ding ist jetzt, wenn ich hier stehe, definitiv schon größer als ich. Guckt euch dieses Riesenblatt an, das zeige ich euch gleich auch nochmal vom Namen. Und ich will nicht lange rumschwafeln, ich will in Aktion kommen. Das wird hier kein langweiliges Video, wird immer was los sein. Und dafür nehme ich euch jetzt mit. Einmal hier vorne fangen wir an und los geht's. Soweit sind übrigens die Physalis, zwei verschiedene Sorten. Tomatillo und die Annenbeere müsste das sein. Oder Schönbrunner Gold. Oh, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, Annenbeere wird schon richtig sein. Ja, aber die Banane, ne, die ist echt riesig. Jetzt muss ich gucken, wo ich hintrete. Die ist nämlich, also diese Blätter, guckt euch das an. Wow, richtig schön. Und auch vom Stamm her richtig fett geworden. Auch die kleinen Bananchen daneben. Ne? Eignet sich ja zur Vermehrung, sehen auch super aus. So, und wenn ich hier jetzt mal weiter gucke, werde ich mal für euch drehen. Ansonsten sieht es im Garten gerade so aus. Ich war jetzt die letzten 2-3 Wochen nicht aktiv. 2,5 Wochen, glaube ich, sind das jetzt. Und ja, so sieht das mittlerweile aus. Wenn man nichts tut, nicht viel anders, nur ein bisschen mehr Schnittlänge der Quecke oder was man sonst so mäht. Ja, hier habe ich ja mittlerweile ganz viel Klee, der sich breit gemacht hat. Das spreche ich damit an. Ja, und auch hier vorne wächst das richtig ordentlich. Hier haben wir auch noch eine Physalis. Da wird auch noch was rumkommen. Ja, jetzt kommt ein bisschen der Wind. Irgendwo da drin war auch noch was an Physalis. Ach da, ja, da hängt minimal was. Habe ich nicht genug Kraft gegeben. Aber naja, wer weiß. Vielleicht wird man da noch überrascht. Und das Ding kriegt noch seine Zeit. Ja. Tomaten gibt es nach wie vor en masse, also wirklich, kann ich mich nicht beschweren, gebe ich auch immer wieder was ab. Und immer wenn ich hier bin, bin ich ordentlich am Naschen. Ihr kennt das ja von mir, ich nasche ja viel lieber, als dass ich irgendwie was zerkoche. Muss ja letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Ich für mich habe gemerkt, oh, jetzt war ich im Mikro, nee, gar nicht, das war der Reißverschluss. Ich habe für mich halt gemerkt, rohköstlich tut mir am besten, sag mal jetzt so, tut mir auf jeden Fall sehr gut. Da kommt nichts anderes ran. Also Rohkost, das gibt meinem Körper, also ich bin sehr ja, nach innen fokussiert, was meinen Körper angeht und achte da auf alles, was so los ist. Und ja, da habe ich halt gemerkt, dass mein Körper sich da richtig gut mitfühlt. Oder am besten damit fühlt, wenn ich mir gute, frische, gesunde Sachen hier pflück und ja, mir die einverleibe. Aber da steckt ja auch ganz viel Liebe und Energie von mir drin. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn man jetzt die Rohkost wirklich aus dem Supermarkt holt. Also das ist auch nochmal ein Unterschied. Das mag ich hier mal einfach so behaupten. Ein paar da draußen wissen ganz genau, was ich meine. Oh, ohne jetzt näher drauf einzugehen. Was piekst mich denn da hinten? Ah ne, ein trockener Strohhalm. Strohhalm? Grashalm. Ja. So, hier haben wir auf jeden Fall überall Tomaten noch dran. Es gibt ja auch genug, was nachher nochmal nachreifen kann. Dafür, dass ich nichts gemacht habe, also auch kein, ja, nicht ausgegeizt weiter und ich habe die auch nicht, ne, die hängen hier alle runter, weil ich einfach nichts weiter angebunden habe, aber das geht voll klar. Finde ich übrigens eine ganz interessante Anbaumethode, also wenn das Ding dann oben irgendwie den Knick kriegt, wenn man so sagt, so und so lange wächst das und dann kriegt das irgendwo einen Knick und man lässt das hängen und alles funktioniert, so wie jetzt hier, erspart man sich dann noch weiteres Rumwickeln. Also es geht sogar noch einfacher als einfach. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Mensch, geht's mir gut gerade. Also das war, kam ein bisschen unverhofft, dass mich jetzt der Garten so fesselt, weil ich eigentlich drauf bin, raus aus Husum. Ich habe privat nach wie vor super viel um die Ohren. Dieses Jahr ist echt heftig. Und, oh, wer bist du denn, Schönes? Mal sehen, ob ich den raufkriege. Ah, nicht lange genug da gewesen. Sah sehr interessant aus, glaube ich, vorher noch nicht gesehen zu haben. Ja, und überall gibt es schon so Sonnenblümchen und ja, der Kohl wächst super. Zeige ich mir aber jetzt schon an, weil das kräftige Grün fehlt. Oh, guckt euch das an da unten. Ja, sehr schön. Ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Gefällt mir sehr gut.
Und da habe ich dann auch überall. Und hier blüht nach wie vor. Blühen hier die Radieschen. Und die werden mir auch irgendwann dann das Saatgut schenken fürs nächste Jahr. Das soll übrigens ganz bunt werden. Ist total super, dadurch, dass ihr so fleißig kommentiert bei mir, gibt es ganz viele Sachen, die ich nach außen weitertragen kann. Und eins davon sind halt Radieschensorten. Was hatte ich? Eiszapfenradieschen, denn die runden, ich und Namen, das ist so eine Sache. Und das verkreuzt sich und dann nachher hat man auf jeden Fall ganz bunte Geschichtchen bei. Ihr kennt die weiß-roten, das ist irgendwie durch Zufall entstanden und haben sich die Leute daran erfreut, dass es so schön bunt wird. Ich ziehe mir das dann hier alles selber. Ich habe ja auch in meinem letzten Video schon gesagt, dass ich ohne Ende Saatgut schon gesammelt habe. Also im Vergleich zum letzten Jahr und vorletzten Jahr definitiv eine Steigerung. Darum geht es ja, voranzukommen. Und was heißt voranzukommen? Der Weg ist das hier, ihr wisst das ja. Aber ich versuche mich ja zu steigern beim Thema Selbstversorgung, um unabhängiger zu sein, um bewusster zu leben, um gesünder zu leben und. Da hängen ja viele Themen dran. Ja, und das am Rande. Ich schweife schon wieder ab. Ich habe gesagt, es wird kurz. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen, aber wo wir im Video stehen. Deswegen tingle ich mal einfach weiter. Also hier Mais, Sonnenblumen, das sieht alles super aus. Da drin haben wir, aber es wird schon definitiv lichter, die Geschichte. Und da drin, da unten, da gibt es auch noch einen Kürbis. Da könnt ihr wunderbar sehen. Das Knirsch und Knirsch gerade hier. Ach so, ich kann euch noch ein bisschen was einspielen, denn ich habe wundervolle Tiere in meinem Garten entdeckt. Ich war wirklich nur in Kurzbesuchen hier und bei mir ist ziemlich extrem voll mit, jetzt heute natürlich nicht, Vorführeffekt, aber sehr, sehr voll gewesen mit Libellen. Da gibt es hier jede Menge Standorte, die sie so nutzen. Da habe ich heute gar nicht geguckt, vielleicht entdecke ich ja zufällig was. Na. Also wenn ihr so Stellen habt wie hier, da mit den Stöckern, da sowas, irgendwo, wo sie sich so ganz leicht draufsetzen können, das ist so deren Terrain. Aber sie hängen auch mal so im Beifuß fest. Ja, da vorne sitzen sie gern drauf beim Korkenzieher Haselnuss. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war der Punkt, dass ich auch ein bisschen Fotos geschossen habe. Also mir begegnet es auf jeden Fall der wie heißt es denn? Das große Heupferd, dieser Grashüpfer in groß, großes grünes Heupferd, genau. Bilder kommen jetzt. Echt ein wunderschönes Tier. Da war ich dann halt bei den Sonnenblumen ein bisschen gucken und habe dann am Mais dieses schöne Tier entdeckt. Ja, und es ging auch noch weiter. Jetzt war ich gerade beim Heupferd, davor war ich bei den Libellen. Und da vorne habe ich euch gesagt, da hängen sie sich auch gerne rein und haaren sich. Und ich habe echt ein riesen Tier hier gehabt. Das hörtest du fliegen, es war echt laut. Auf jeden Fall eine Frequenz, die ich auffing und hat sich dann hier dran getan. Und dafür habe ich auch ein paar schöne Bilder, die ich euch zeigen kann. Es ist hochkant, glaube ich. Ja. Und ja, wunderschön, oder? Also dieses Tier war riesengroß. Also echt, echt bewundernswert, was es so an Vielfalt an Tieren gibt, an Libellen, wie viele unterschiedliche. So, und jetzt kann ich euch was zeigen. Da guckt euch mal an, wie der Palmkohl sich erholt hat, der noch vor ein paar Videos komplett zerfressen war. Wer das nicht mitgekriegt hat, so ein Video, was untergegangen ist, Kohlfraß und so weiter, da waren jede Menge Raupen dran. Ich fand das total faszinierend, also total gut, so solche Erfahrungen zu machen und dann auch zu sehen, hey, ich tue nichts, wird weggefressen, kommt genug neu. Die Palmkohlsaison kommt jetzt. Klar habe ich eine Zeit keine Ernte gehabt, aber ich habe mit den Tieren geteilt und mein Gott, also das waren ja zwei Pflanzen. Und ich habe ich hier irgendwo Drama gehabt? Ich glaube nicht. Der Blumenkohl, der fängt an zu, der Brokkoli hier zu blühen. Da sind auch ein bisschen die Bienchen aktiv und so, anderen Insekten. Da die Hummel, Kapuzinerkresse, was ich euch ganz toll zeigen kann, genau der Weg. Die Hummel zeige ich mir jetzt. Oh, ist das eine schöne, oh, guckt euch das an. Die Kapuzinerkresse, ist die nicht schön? Guckt euch das an da unten. Sieht ja schon fast aus wie eine Lilie. So, und hier unten habe ich eine Riesenrübe. Wow. Ach, das kann ich euch. Dieser Weitwinkel, der vertut sich ein bisschen mit den Größen. Also das Ding hat einen Durchmesser von 7 cm schon. Ich glaube, für euch sieht das nach 2-3 aus. Also es ist echt riesig.
Ja, was ist denn sonst bei mir noch los? Was gibt es denn zu entdecken? Es gibt ja, ja, für mich eigentlich jede Menge zu entdecken, weil ich gar nicht so aktiv im Garten war jetzt in letzter Zeit. Prioritäten, wie gesagt, woanders. Aber was ich jedes Mal feststellen muss, dass es blüht und blüht und die Insekten, es ist hier so viel im Gange und es wechselt sich ab und gerade so Sachen wie die Radieschen, die noch irgendwie blühen, dann hier der Brokkoli oder wie auch immer. Also hier vom Franzosenkraut rede ich jetzt nicht unbedingt. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt so viele Insekten dran, aber irgendwem wird das auch gut munden. Auf jeden Fall so spät im Jahr noch so viel Aktivität im Garten zu haben, das finde ich irgendwie super, super toll. Das gibt mir ganz viel. Ach, ist das schön, hier zu sein. Dabei will ich weg. Ne? Ich habe ja am Anfang was gesagt am Video. So, und hier haben wir noch die schöne Nachtkerze. Da könnt ihr übrigens, die sind essbar, die Blüten. Ne? Also, wer das nicht weiß, die kann man essen. Und man kann auch wunderbar Tee draus machen. Hier haben wir noch mal eine Biene. Vielleicht dürfen wir die ein bisschen näher filmen. Ah. Ja, also mir gefällt das irgendwie ganz gut. Ne? Ich habe schon so den Drang gehabt, hier weiterzumachen. Aber überhaupt nicht die Ressourcen, die körperlichen Kräfte, um hier wirklich beizugehen. Das vor kurzem war für mich so einschneidend, dass sich bei mir einiges geändert hat. Ich möchte jetzt gar nicht groß darauf eingehen. Das ist einfach so. Ja, aber bleiben wir mal beim Garten. Und zwar hier ist jede Menge los. Wow, hier ist ja. Na, ach, die Fliege, jetzt sitzt sie da oben. Hab keine Angst vor mir. Ist alles gut. Jetzt habe ich sie echt vertrieben. Naja, muss nicht so sein. Ja, so sieht das hier aus. Schön, ne? So, mein Apfelbaum, die Äpfel, die geben auch Gas. Also da gibt's, ist ja ein später Apfel. Sehen super aus, viele. Na, klar gibt es ein paar Mumien, so wurde es gesagt. Das wusste ich vorher auch nicht, dass das so heißt. Aber auch mal zu zeigen, was mir nicht so gut gefiel jetzt hier. Hier sind meine alten Gärtnerschuhe. Oh, jetzt bin ich auf dem Apfel getreten. Die habe ich jetzt hier auch mal verewigt. Aber hier an dem Beispiel wollte ich euch mal zeigen, wie das so wunderbar geklappt hat. Nämlich überhaupt nicht. Irgendwie bei dem Apfelbaum definitiv hat es nicht funktioniert. Ich habe hier an den Geschichtchen, ich gehe noch mal ein bisschen ran, wenn das einer sich da ein bisschen mehr auskennt. Dominik, ich will dich nicht dissen. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Wir lernen alle voneinander. So sehe ich das auf jeden Fall immer. Aber die Methode mit diesem Wegbrechen hat mir super viele neue Triebe beschert und viel, viel mehr als vorher. Das muss ich nächstes Jahr irgendwie anders machen. Keine Ahnung, was da schief lief. Vielleicht hast du eine Erklärung, siehst du zufällig zu. Ich glaube, das war ein Video im Garten-Gemüsekiosk. Da habe ich diesen Tipp aufgefangen. Ja, dieses Rausbrechen. Da kamen so viele neue überall. Also da sieht man das auch. Ach, sind teilweise auch mehr als zwei an diesen einen Stellen. Ja. Ich kann ja noch mal von Weitem zeigen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wie lange ist denn das Video? 16 Minuten? Oh, das ist doch mal richtig kommod. Ja, aber ich komme gleich zum Ende. Ja, das heißt gleich zum Ende. Also ein bisschen was kommt noch. Bitte nicht abschalten. Ja. Das war ein bisschen irreführend gerade. Ups, ein bisschen zu hoch. Ja, hier hinten gibt es nichts zu zeigen. Gehen wir hier nochmal ein bisschen erkunden. So sieht es hier hinten aus. Wächst und wächst. Ups, jetzt bin ich ein bisschen vertreten. Habe mich ein bisschen vertreten. Hier aber noch die Königskerzen-Aussaatgeschichte. Hier ist der Apfelbaum der Jungs. Ja. Ach. Oh, hat sich eigentlich echt lange gehalten hier. Wir hatten jetzt auch die letzte Zeit keinen Regen mehr. Gegossen habe ich trotzdem nicht. Gar nicht. So sieht es bei den Jungs aus. Ja, gibt auf jeden Fall sehr viele schöne Stellen im Moment. Ja, wie geht es denn jetzt weiter in diesem Video? Ich habe ja ein bisschen was vor. Also an dieser Stelle werdet ihr schon merken an der Länge des Videos, ob vielleicht noch ein Video dazu kommt oder ob ich jetzt durchdrehe. Letzteres könnte durchaus passieren, könnte auch werden, dass ich das noch irgendwie anders schauke. Ich habe gerade noch spontan eine andere Idee gehabt. Aber hier bin ich jetzt fertig, werde meine 7 Sachen packen gleich. Und dann werde ich das machen, was ich vorhab. Und ihr könnt gespannt sein, denn es geht auf jeden Fall raus aus meinem Garten. Ich bin ein bisschen mobil, ich werde Fahrrad fahren. Und wohin ich denn so fahre, das werden wir dann gleich sehen. Also, so, wo sind meine Sachen? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne?
Ja, hier bleibt man dran. Übrigens wachsen bei mir jetzt an verschiedenen Stellen mittlerweile Pilze. Finde ich auch mega spannend, das Thema. Also, geht weiter. So, meine 7 Sachen habe ich gepackt. Sonnenbrille habe ich auch dabei. Brauche ich wegen den Insekten, wenn man schnell fährt. Ich kriege so viel in die Augen. Ich bin irgendwie so ein Insektenfänger. Deswegen unumgänglich mit der Brille. Ich war einmal auf Radtour vor ein paar Tagen und das war sehr fatal. Ich glaube, 6-mal hat es mich getroffen. Und wenn man dann fährt und nichts mehr sehen kann, das ist Schock nicht so. Deswegen heute mit Brille. Die setze ich aber noch nicht auf. Das kommt dann gleich. Die kommt hier. Nee, gar nicht. Das wird klappern. So, und ich schnapp mir jetzt das Rad und werde losfahren. Oh, ich habe so Bock, euch ein bisschen was zu zeigen. Ja. So, und los.